Heute reisen wir in ein winziges Dorf im Osten Frankreichs. Ein Ort, der so friedlich wirkt, dass man dort am allerwenigsten ein Gewaltverbrechen vermutet. Doch 1984 sollte das besagte Dörfchen in ganz Frankreich durch einen traurigen Fall Bekanntheit erlangen. Ein vierjähriger Junge verschwand eines Tages aus dem Vorgarten seines Elternhauses. Und nur kurze Zeit später wurde eine grausame Entdeckung gemacht. Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute rede ich über den Fall von Grégory Villemont. Das ist ein sehr bekannter französischer Fall und dieser Fall gilt bis heute als der mysteriöseste Kriminalfall und gleichzeitig als größter Justizskandal der französischen Geschichte. Und vorab einmal eine Triggerwarnung, denn es geht um ein sehr, sehr junges Opfer. Und vorab, wie gesagt, es ist ein französischer Fall. Ich habe alle Wörter, die ich so falsch aussprechen könnte, nochmal nachgeguckt. Vielleicht spreche ich sie immer noch falsch aus. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in den Fall rein. Grégory Villemont wurde am 24. August 1980 als Sohn von Jean-Marie und Christine Villemont in Frankreich geboren und wuchs in einer kleinen Kommune namens Les Ponchers-sur-Volon auf. Das kleine Dörfchen liegt im Osten Frankreichs und hat gerade einmal 1000 Einwohner. Und dieses Dorf ist wirklich ja so ein typisches, idyllisches, französisches Dorf. Viel Natur, viele Wiesen, die Einwohner kennen sich alle untereinander, süße kleine Häuser und alle gehen auch sehr vertraut miteinander um. Die Haustüren wurden oft unverschlossen gelassen, die Kinder durften alleine auf den Straßen spielen. Es war einfach so ein großes Vertrauen untereinander und es gab auch nur wenige Geschäfte. Also ja, wirklich alles sehr, sehr klein. Und das war wirklich der letzte Ort, an dem man irgendein grausames Gewaltverbrechen vermuten würde. Aber wie es immer in den Geschichten so ist, passiert dann gerade dort etwas. Grégory lebte mit seiner Familie in einem kleinen, schönen Haus mit großem Garten und sie galten in der Gegend als relativ wohlhabend. Der Vater Jean-Marie hatte eine gut bezahlte Arbeitsstelle in einer Fabrik und konnte das Leben der Familie mehr als ausreichend finanzieren. Doch das brachte natürlich auch nicht nur positive Effekte mit sich, denn gerade in so einem kleinen Dorf, wo sich das vielleicht auch schnell herumspricht, wenn jemand ein bisschen mehr Geld verdient, gibt es natürlich auch Leute, die Auge auf einen machen und neidisch sind und einem das Ganze vielleicht nicht gönnen. Zudem war Jean-Marie auch jemand, der gerne mal zeigte, was er hat. Also er ließ das nicht gerade so im Verborgenen, dass er ein bisschen mehr verdiente. Er war so ein richtiger Protzer, sagen viele, und das machte ihn natürlich in der Gegend auch nicht unbedingt sympathisch. Eines Tages im Jahr 1981, als der kleine Grégory gerade einmal ein Jahr alt war, traf bei der Familie Villemont ein Brief ein. Der Absender war anonym und der Brief war mit krakeliger Handschrift verfasst. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, welche Sätze in diesem Brief drin standen. Auf jeden Fall war es ziemlich wirr und es klang alles wie eine Drohung. Die Villemonts dachten sich, dass das einfach irgendwie ein schlechter Scherz war. Sie nahmen das Ganze nicht so ernst. Sie wussten scheinbar selber auch, dass sie in dem Dorf nicht so mega beliebt waren. Und ja, deshalb packten sie den Brief einfach weg und ja, dachten sich da nicht so viel bei. Doch schon bald trafen auch merkwürdige Anrufe ein mit einer komischen, verzerrten Stimme. Es war wieder ein anonymer Anrufer. Man konnte nicht ganz sagen, ob es eine Frau oder ein Mann war, weil es eben so verzerrt war. Tendenziell war es eher ein Mann. Bei diesem Anruf wurden Sätze gesagt, wie zum Beispiel: Glaubt nicht, dass euch euer Geld zu besseren Menschen macht. Ihr werdet für eure Überheblichkeit noch bezahlen müssen. Teilweise kontaktierte dieser anonyme Anrufer die Familie bis zu 27 Mal am Tag und natürlich konnte man nicht zu 100% sagen, ob der Briefeschreiber und der Anrufer ein und dieselbe Person waren. Aber es war natürlich irgendwo naheliegend. Die Familie wechselte mehrfach ihre Telefonnummer, aber zur Polizei gingen sie scheinbar nicht, denn ja, sie hatten eigentlich keine Angst vor diesem Anrufer. Sie dachten sich weiterhin, dass das irgendwie ein Scherz war.
Das einzig Beunruhigende war, dass der Anrufer bzw. der Briefeschreiber auch Details von der Familie nannte, also sag ich mal interne Informationen, die eigentlich niemand wissen konnte, außer Familienmitglieder selbst. Aber irgendwie dachten sich die Willemons, vielleicht hat irgendjemand aus der Familie irgendwo was erzählt und ja, man weiß es nicht, irgendwie so richtig Angst hatten sie auf jeden Fall nicht. Dienstag, 16. Oktober 1984. Am Nachmittag spielte der kleine Gregory im Vorgarten des Familienhauses. Da war so eine kleine Sandgrube, dort buddelte er und die Mutter machte nebenbei Haushalt. Sie bügelte und schaute dann ab und zu immer mal wieder nach Gregory. Nicht so mega oft, denn wie gesagt, das war so eine kleine Gegend. Was sollte da schon passieren? Und ja, als sie dann nach einer Weile wieder nach ihm schauen wollte, war er weg. Das war so gegen 17 Uhr und sie suchte daraufhin auch den kompletten Garten ab, das Haus, schaute die Straße runter, klingelte bei Nachbarn, denn zu den Nachbarn hatten sie scheinbar auch ein ganz gutes Verhältnis. Gregory war allerdings nirgends aufzufinden, sodass sie dann auch irgendwann mit dem Auto das kleine Dörfchen abfuhr. Aber auch dort gab es keine Spur von ihm. Sie wurde immer verzweifelter und schließlich sah sie keine andere Möglichkeit mehr, als den kleinen vierjährigen Gregory bei der Polizei als vermisst zu melden. Und ich habe gelesen, dass dieses Dorf nicht mal eine eigene Polizei hatte. Also sie musste irgendwie eine weiter entfernte Polizeistation kontaktieren und die haben sich dann darum gekümmert, dass eine Suche nach Gregory gestartet wird. Die Polizei fing dann auch sofort an, nahegelegene Wälder und Felder abzusuchen, doch zunächst gab es keine Spur. Stattdessen gab es einen neuen, sehr beunruhigenden Hinweis. Denn um 17.30 Uhr rief der Onkel von Gregory bei Gregorys Eltern an und sagte, er hätte wieder einen komischen, anonymen Anruf bekommen. Die Person am anderen Ende sagte aus, dass der Junge entführt und in den Fluss Volant geworfen wurde. Es war wieder nicht klar, ob der Anrufer männlich oder weiblich war, aber dieser Anruf war natürlich nun höchst alarmierend. Die Eltern hofften natürlich wieder, dass es nur ein Scherz war bzw. ein Trittbrettfahrer, dass vielleicht jemand von dem Verschwinden von Gregory gehört hatte und sich dachte, okay, jetzt setze ich nochmal einen drauf und mache den Eltern so richtig Angst. Aber trotzdem nahm die Polizei das Ganze ernst. Sie wollten diesem Hinweis quasi nachgehen und fuhren dann auch zu einem nahegelegenen Ufer. Der Fluss ist so in der Nähe von dem Dorf geflossen und ja, dort wurde eine Suche gestartet. Am selben Tag gegen 21 Uhr wurde dann tatsächlich ein kleiner lebloser Jungkörper in dem besagten Fluss gefunden und bei diesem Jungen waren Füße und Hände gefesselt und ihm wurde eine Strickmütze über den Kopf gezogen und da in diesem Dorf nicht viel los war, es war selten, dass irgendwelche Kinder verschwanden, war natürlich sofort klar, dass dieses kleine leblose Kind Gregory war. Die schreckliche Nachricht sprach sich schnell im Dorf herum und alle Einwohner waren geschockt, denn es war klar, dass wahrscheinlich ein Mörder unter ihnen war. Plötzlich war dieses friedliche und unschuldige Dorf zu einem Tatort geworden. Der Fall sprach sich super schnell im ganzen Land herum und nach kurzer Zeit wurde das sonst so stille Örtchen zu einer richtigen Mediensensation. Gregorys Körper wurde unterdessen der Gerichtsmedizin übergeben, doch leider sollen diese sehr, sehr ja, schlampig gearbeitet haben. Also er wurde nicht so wirklich untersucht. Es wurde einfach ganz schnell gesagt, dass er einfach ertrunken ist. Herz und Lunge wurde nicht so genauestens überprüft. Man hat sich das scheinbar einmal kurz angeguckt, aber nicht so detailliert. Und auch eine Blutprobe wurde nicht entnommen. Die Ermittler standen nun vor einem großen Rätsel. Wer hatte diesem vierjährigen unschuldigen Kind das angetan und vor allem warum? Einen Tag nach Gregorys Tod traf bei der Familie ein weiterer anonymer Brief ein mit folgenden Sätzen. Ich hoffe, du stirbst vor Trauer. Dein Geld kann dir dein Sohn auch nicht mehr zurückgeben. Ich habe mich gerecht. Explizit wurde dieser Brief an den Vater von Gregory gerichtet. Das hört ja auch wieder daran, dass von Geld mal wieder die Rede ist. Und ja,
Ich habe euch ja schon erzählt, dass viele sehr, sehr neidisch auf den Vater waren. Experten zur Untersuchung für Handschriften reisten an aus dem ganzen Land und alle Bewohner des Dorfes mussten Schriftproben abgeben. Zu Gregorys Beerdigung kamen unterdessen hunderte Leute und die Familie hat einfach sehr, sehr, sehr viel Mitgefühl erfahren. Viele Einwohner konnten einfach noch immer nicht glauben, dass so etwas in diesem sonst so friedlichen Örtchen passiert war. Es war einfach unfassbar. Natürlich, alle hatten Angst um ihre Kinder. Niemand fühlte sich mehr sicher und man wusste noch immer nicht, ob der Täter einfach unter ihnen herumlief. Einige Tage später machten die Ermittler am Flussbett ganz in der Nähe von Gregorys Fundort eine Entdeckung. Man fand eine leere Flasche, also so eine Flasche, wo anscheinend mal Insulin drin war, und eine Injektionsspritze. Und man konnte nicht ausschließen, dass diese beiden Gegenstände etwas mit dem Fall von Gregory zu tun hatten. Insulin kann als Überdosis tödlich sein, also man kann es wie ein Gift verwenden. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass Gregorys Körper leider irgendwie nicht so wirklich sauber untersucht wurde. Man hatte scheinbar keine Blutproben entnommen und deshalb konnte man auch nicht genau sagen, ob er vielleicht an einer Überdosis Insulin gestorben war und man ihn dann in den Fluss geworfen hatte. Insulin war damals nicht einfach so in der Apotheke frei verkäuflich. Ich kann euch ehrlich gesagt gerade nicht sagen, wie es heute ist. Wahrscheinlich, falls es Diabetiker unter euch gibt, dann wisst ihr das. Auf jeden Fall war es damals nicht so. Und somit machte sich die Polizei auf die Suche nach möglichen Zuckerkranken im Dorf, denn die brauchten logischerweise Insulin und kamen somit eventuell als Täter in Frage, aber das Ganze führte leider ins Nichts. Auch die Ermittlungen waren leider teilweise so ungenau wie auch die Untersuchung der Gerichtsmediziner, weshalb wohl auch einige Spuren verwischt wurden und generell kann man sagen, der ganze Fall wurde von Anfang an nicht so wirklich sorgfältig behandelt. Und natürlich gerade am Anfang mit frischen Spuren ist es super wichtig, alles ganz detailliert aufzunehmen und zu untersuchen. Wichtiges Täterwissen wurde dann auch noch veröffentlicht, was man natürlich auf gar keinen Fall machen sollte. Und der Untersuchungsrichter, der sich damals dem Fall annahm, der hieß Jean-Michel Lambert, stand damals auch gerade erst am Anfang seiner Karriere. Und das war wohl auch nochmal sehr problematisch, denn er nutzt diesen Fall aus, um sich quasi selber so ins Rampenlicht zu stellen. Und es ging ihm scheinbar auch nur darum, also so wird es ihm heute nachgesagt, dass er einfach irgendeinen Schuldigen finden wollte, um quasi seinen ersten Erfolg zu haben. Aber es war ihm scheinbar egal, wer. Also so wird es jedenfalls viel dargestellt. Ja, und irgendwann musste man sich natürlich auch auf die Familie selbst konzentrieren, denn es ist ja auch nicht selten, dass in solchen Fällen die Täter direkt aus dem Umfeld des Opfers kommen. Alle Familienmitglieder mussten Schriftproben abgeben und tatsächlich war sich ein Experte schon bald sicher, wer den letzten Drohbrief nach Gregorys Tod verfasst hatte. Und zwar der Cousin von Gregorys Vater, Bernard Laroche. Der Verdacht erhärtete sich dann weiter, als ein Familienmitglied namens Muriel Boll, die damals 15 Jahre alt war, aussagte, dass Bernard sie am besagten Tag von der Schule abgeholt hätte und dann auch noch bei dem Haus der Villemonts gehalten hätte und den kleinen Gregory ins Auto gezerrt hätte. Danach sei er zum Fluss gefahren, sie habe im Auto gewartet und er sagte dann, er würde kurz etwas erledigen, nahm Gregory und ging mit ihm zum Flussufer. Sie konnte nicht genau sehen, was dort passiert ist. Einige Minuten später kam Bernard dann alleine zurück, ohne Gregory. Und als Muriel fragen wollte, wo Gregory ist, sagte Bernard einfach nur, sie solle keine Fragen stellen. Noch dazu soll wohl auch die Stimme des anonymen Anrufers der von Bernard geähnelt haben. Bernard Laroche wurde dann schließlich am 5. November 1984 festgenommen und mehrfach auf dem Polizeirevier verhört. Er stritt das Ganze auch immer wieder ab und sagte, er hätte nichts mit dem Fall von Gregory zu tun, er würde das
niemals machen, denn schließlich war Gregory der Sohn seines Cousins und ja, wieso sollte er ihm so etwas Schreckliches antun? Einige Wochen später nahm die 15-jährige Muriel ihr Geständnis dann tatsächlich auch wieder zurück und sie sagte, sie hätte sich das Ganze nur ausgedacht, weil sie bei einem Verhör sehr extrem unter Druck gesetzt wurde und ja, sie irgendwie dachte, sie muss jetzt eine Aussage machen und ja, deswegen war das Ganze anscheinend gelogen. Ob sie wirklich unter Druck gesetzt wurde, kann man bis heute nicht so genau sagen. Aber viele sagen, dass Muriel ein Mädchen war, das sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, sich gerne mal Geschichten ausdachte und wohl auch nicht so super intelligent war. Am 4. Februar 1985 wurde Bernard Laroche dann auch wieder aus dem Gefängnis entlassen, da man eben nichts Konkretes gegen ihn in der Hand hatte. Und ich glaube, diese Schriftexperten damals waren jetzt auch noch nicht so gut, wie es vielleicht heute manche sind, denn irgendwie konnten sie nicht so ganz sagen, ob es tatsächlich seine Schrift war von den Briefen. Sie waren sich erst schon ziemlich sicher, aber dann auch irgendwie doch nicht mehr. Inzwischen war auch Gregorys Mutter Christine in den Fokus der Ermittlungen gerutscht. Denn plötzlich war man zu dem Entschluss gekommen, dass auch ihre Handschrift große Ähnlichkeit mit der Schrift von einigen der Briefen hatte. Zudem gab es mehrere unabhängige Zeugen, die gesagt haben, dass sie Christine am Tag von Gregorys Verschwinden bei der örtlichen Poststation gesehen haben wollen und von dort aus wurde auch der letzte Brief abgeschickt, also dieser Drohbrief quasi, der einen Tag nach Gregorys Tod bei der Familie ankam. Außerdem gab es wohl am Flussufer in der Nähe von Gregorys Fundort Reifenspuren von Christines Auto. Christine selber sagte natürlich, sie hätte das Ganze nicht getan, sie würde ihrem eigenen Sohn so etwas niemals antun, zudem hätte sie auch gar kein Motiv gehabt. Was ich auch noch gelesen habe, ist die Tatsache, dass man wohl in dem Keller von der Familie eine Schnur gefunden hat, die genauso aussah wie die, mit der Gregorys Hände und Füße gefesselt waren. Aber es waren eben alles keine hundertprozentigen Beweise. Christine wurde im März 1985 festgenommen und wurde dann auch über mehrere Stunden verhört. Tatsächlich war sie zu diesem Zeitpunkt wieder schwanger und zwar mit Zwillingen und das Ganze war natürlich sowieso schon anstrengend, die Schwangerschaft. Und dann auch noch diese sehr, sehr belastende Situation. Ein Sohn von ihr war einfach ums Leben gekommen und nun wurde sie plötzlich verdächtigt und über Stunden verhört. Und ja, dem Ganzen konnte sie irgendwann nicht mehr standhalten und sie brach schließlich körperlich zusammen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und ja, traurigerweise soll sie dann eines der beiden Kinder, also der Babys, in ihrem Bauch verloren haben. Zeitgleich erfuhr Gregorys Vater Jean-Marie von der Freilassung von Bernard. Der wurde ja auch verdächtigt, Gregory umgebracht zu haben. Und Jean-Marie war fest davon überzeugt, dass sein Cousin tatsächlich der Schuldige war. Und zückte sich ein Gewehr, fuhr dann zu der Arbeitsstelle von Bernhard und wartete dann eines Tages abends bis Arbeitsschluss auf Bernhard. Und als Bernhard dann aus dem Arbeitsgebäude rauskam und zu seinem Auto wollte, lauerte Jean-Marie ihm mit dem Gewehr auf und konfrontierte ihn, seinen Sohn umgebracht zu haben. Er zielte mit dem Gewehr auf Bernhard und die letzten Worte von Bernhard waren: "Ich habe deinen Sohn nicht umgebracht." Und dann schoss Jean-Marie auf seinen Cousin und Bernhard brach zusammen und starb. Der Fall von Gregory hatte also bereits zwei Todesopfer gefordert. Jean-Marie wurde festgenommen und bekam eine Haftstrafe von 5 Jahren, was ja relativ wenig ist für so eine Tat. Aber der Richter hatte eben die ganzen Umstände auch berücksichtigt und natürlich war Jean-Marie auch in einem Ausnahmezustand. Christine hielt weiterhin zu ihrem Mann Jean-Marie und verurteilte ihn nicht für die Tat. Ich weiß nicht genau, ob sie auch glaubte, dass Bernhard der Schuldige war. Ich kann es mir schon gut vorstellen, aber auf jeden Fall hielten die beiden Eltern von Gregory weiter zusammen. Gleichzeitig wurde Christine zur Hassfigur vieler Journalisten und vieler Menschen, denn es gab wirklich viele, die glaubten, dass sie schuldig war. Andere wiederum feierten Jean-Marie dafür, dass er Bernhard erschossen hatte, denn viele glaubten auch, dass Bernhard der Schuldige war.
Fakt ist auf jeden Fall, die Leute glaubten, dass es irgendjemand aus der Familie war. Eine weitere Tatsache, die dafür spricht, dass es auf jeden Fall jemand aus der Familie war, ist die Tatsache, dass Gregory ein sehr, sehr schüchterner Junge war. Er wäre nie im Leben einfach so mit Fremden mitgegangen, sagt die Familie. Ich denke mir immer so, wenn man den Kindern das Richtige erzählt, quasi ist es wahrscheinlich nicht so schwer, ein Kind mitzunehmen. Keine Ahnung, man weiß es nicht, aber ja. Das ist auf jeden Fall für viele auch noch mein Argument. 1993 wurde das Verfahren aufgrund mangelnder Beweise gegen Christine wieder eingestellt und im Jahr 2000 wurde der Fall dann erneut aufgerollt, um einen DNA-Test an einem Stempel zu ermöglichen, der zum Versenden eines der anonymen Briefe verwendet wurde, doch die Tests ergaben scheinbar kein Ergebnis. 2004 wurde der französische Staat dazu verurteilt, 70.000 Euro an das Ehepaar Wilmot zu zahlen als Entschädigung für die schweren Fehler in den Ermittlungen. Im Dezember 2008 ordnete ein Richter auf Antrag der Familie die Wiederaufnahme des Verfahrens an, um einen weiteren DNA-Test durchzuführen und diesmal anscheinend an einem Seil, das an Gregorys leblosen Körper gefunden wurde, also womit er auch gefesselt war. Auch dieser Test erwies sich irgendwie als nicht schlüssig. Ich denke mal, die ganzen richtigen Beweismaterialien wurden auch schon so ein bisschen verunreinigt. Wie gesagt, die Ermittlungen waren leider nicht wirklich sorgfältig. Weitere DNA-Tests an Gregorys Kleidung und Schuhen im April 2013 ergaben ebenfalls kein eindeutiges Ergebnis. Und jetzt kommt's, leider sollte der Fall von Gregory schon bald noch ein weiteres Todesopfer fordern. Am 11. Juli 2017 nahm sich der erste Untersuchungsrichter, der für den Fall zuständig war, den habe ich ja schon einmal erwähnt, Jean-Michel Lambert, sein Leben, denn er war tatsächlich bis dahin einfach nicht mit dem Fall klargekommen. Er hatte sehr, sehr viel Hass von der Öffentlichkeit erfahren, weil er eben auch sehr, sehr grobe Fehler bei den Ermittlungen gemacht hat und weil er auch sehr schnell ja quasi ein Urteil gefällt hat für sich, ohne dass er irgendwelche Beweise hatte. Und ja, er soll einfach nicht gute Arbeit geleistet haben. Und ihm hing der Fall scheinbar so, so sehr in den Knochen, dass er einfach nie damit klargekommen ist. In einem Abschiedsbrief an eine Lokalzeitung nannte Lambert den zunehmenden Druck, den er durch die Wiederaufnahme des Verfahrens verspürte, als Grund für die Beendigung seines Lebens. Und er hat auch noch einen Abschiedsbrief geschrieben mit folgenden Sätzen. Ich verkünde ein letztes Mal, dass Bernard Laroche unschuldig ist. Um das Gericht nicht zu verlieren, suchen wir einen Sündenbock. Ich weigere mich, diese Rolle zu spielen. Er war sich scheinbar bis zum Schluss sicher, dass die Mutter von Gregory die Mörderin war, Christine. Im gleichen Sommer wurden drei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen, darunter ein Großonkel und eine Großtante von Gregory und Muriel Boll, die zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt war und damals ja ihren Schwager, also von ihr war das der Schwager, Bernard Laroche beschuldigt hatte. Gegen sie wurde aufgrund von Beihilfe zum Mord, Verschleierung einer Straftat und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Ich habe leider nicht so detailliert gefunden, was genau da jetzt vorgefallen ist, beziehungsweise was man jetzt so genau dort noch herausgefunden hat. Auf jeden Fall soll man jetzt gesagt haben, dass die Großtante und der Großonkel scheinbar auch irgendwelche Briefe verfasst haben, weil jetzt wieder irgendwelche Handschriftexperten gesagt haben, dass die Schrift von den beiden zu irgendwelchen der Briefe passte. Also ja, ich weiß nicht, diese Handschriftenanalysen scheinen ja nicht so wirklich genau gewesen zu sein. Aber ja, mir fehlen da auch so ein bisschen die Details. Ein Urteil gab es scheinbar nicht. Im November 2019 veröffentlichte Netflix dann eine Doku-Serie mit dem Titel Wer hat den kleinen Gregory getötet? Und die Eltern hatten bis dahin sehr, sehr lange geschwiegen und wollten auch in der Öffentlichkeit nicht mehr so wirklich darüber sprechen. Aber nun meldeten sie sich zu Wort und waren sehr schockiert, was teilweise in dieser Doku gesagt wurde. Vor allem auch, weil ein Ermittler ja wieder die Mutter verdächtigt hat, weil sie seiner Meinung nach zu gepflegt aufgetreten ist nach Gregorys Tod und weil er eben sagte, dass sich eine trauernde Mutter
angeblich anders verhalten würde. Und das ist natürlich schon sehr, sehr kritisch, sowas zu sagen, weil einfach jeder anders mit Trauer umgeht. Die Witwe von dem Richter Lambert, der sich ja das Leben genommen hatte, war ebenfalls empört über die Serie und sagte, dass das Ganze wieder einen neuen Hass heraufbeschwören würde und dass man die Sache vielleicht einfach mal auf sich ruhen lassen sollte. Auf Facebook begannen daraufhin 10.000 Menschen neue Theorien aufzustellen und es gab dann auch wirklich ganze Gruppen mit irgendwelchen Hobbyermittlern, die den Fall quasi für sich wieder aufrollten. Die Familie Wilmot lebt heute zurückgezogen mit 3 Kindern. Ich weiß nicht, die Kinder sind wahrscheinlich auch schon erwachsen und bis heute gibt es keine Beweise für die Schuld der Mutter und es wurde keiner wirklich verurteilt. Fakt ist auf jeden Fall für viele, ich denke mal, das kann man auch einfach mal so sagen, dass der Täter die Familie in irgendeiner Weise schon gut gekannt haben musste, weil er einfach zu viele Details in den Briefen genannt hatte. Und ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass der Täter irgendwie entweder aus der Familie war oder der Familie sehr, sehr nahe stand. Bis heute, also 40 Jahre später, bleibt der Fall noch immer ungelöst und ich denke mal nicht, dass dieser Fall noch einmal gelöst werden wird, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja bald noch bessere Analyseverfahren, dass man vielleicht irgendwelche Spuren doch noch mal besser untersuchen kann. Man weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall für die Familie, dass der Fall irgendwie gelöst wird. Aber ich muss sagen, bei diesem Fall weiß ich nicht, ob ich auch so ein bisschen glauben soll, dass es vielleicht mehrere Familienmitglieder waren. Aber ich wüsste halt irgendwie nicht so genau das Motiv. Wenn das Motiv einfach Neid war, dann glaube ich auf gar keinen Fall, dass die Mutter irgendetwas mit dem Fall zu tun hatte, weil das halt gar keinen Sinn machen würde. Ich glaube kaum, dass sie neidisch auf ihren eigenen Mann ist, dass der viel Geld verdient, weil der Mann hat sie ja auch finanziert. Deswegen macht das für mich irgendwie keinen Sinn. Ich wüsste wirklich nicht, was ich für ein Motiv haben sollte. Gregory war ein unschuldiger kleiner Junge. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie ein Familiengeheimnis gab, was die Mutter auch betraf und Gregory hat irgendetwas mitbekommen. Aber ich tendiere auf jeden Fall auch dazu, dass das eher der Cousin des Vaters war, also dieser Bernard Laroche. Irgendwo habe ich auch gelesen, das ist übrigens wieder so ein Fall, da gibt es so ein bisschen schwammige Informationen, wieder viele unterschiedliche Quellen. Aber ich habe auch gehört, dass Bernard Laroche, der Cousin von dem Vater, irgendwie auch ein leicht eingeschränktes Kind hatte. Vielleicht war das auch nochmal so ein Neidmotiv, weil Gregory war ja ein gesunder Junge quasi und die hatten scheinbar auch nicht so viel Geld, also Bernard Laroche und seine Familie. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr rätselhaft. Es ist einfach nur so traurig, dass ein 4-jähriger Junge, der wirklich für nichts irgendwie was kann, der noch so unschuldig ist, dann einfach das Opfer von einem Familienkrieg wahrscheinlich irgendwie geworden ist. Ja, schreibt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr von diesem Fall schon gehört habt. Vielleicht habt ihr ja diese Netflix-Doku gesehen. Ich habe immer noch kein Netflix. Ich glaube, meine beste Freundin bringt mich auch bald um. Die sagt immer, ich soll mir Netflix holen. Aber irgendwie bin ich zu faul. Aber tatsächlich für meine Recherche wäre es natürlich mal ganz gut, wenn ich so Serien vielleicht angucken würde. Also falls ihr die Serie geguckt habt und ich irgendwie Details vergessen habe oder so oder was auch immer, schreibt es auf jeden Fall super gern in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal gesund und munter wieder. Und denkt übrigens dran, bei dieser Serie, das muss man natürlich auch mal bedenken, das muss ja auch nicht unbedingt die Wahrheit sein. Das Ganze wird da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen aufgebauscht, ein bisschen dramatischer gemacht. Und ja, das sollte man sich, glaube ich, auch immer vor Augen halten, um da vielleicht einen objektiveren Blick zu behalten. Genau, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal gesund und munter wiedersehen.